Ich finde, es geht einigermaßen mit der Sauberkeit in der Stadt Mühlacker. Also ich sehe jetzt nicht irgendwie Probleme. Besen rein, kann man lassen. Ist okay soweit. Könnte noch ein bisschen besser kommen, am Enzufer entlang und so weiter, aber sonst ist okay. Ja, eigentlich sehr sauber, außer die Raucher, die da die ganze Zeit die Kippen rumschmeißen. Ja, an manchen Stellen schon ein bisschen arg dreckig, aber ansonsten kann man es lassen. Das ist ja keine Stadt so richtig sauber. Also ich finde es schon okay, es ist jetzt nicht dreckiger als anderswo. Ich finde es relativ sauber. Also gerade die Fußgängerzone hier, wenn man sich umschaut, man sieht nicht besonders viel Dreck auf dem Boden. Sind aber auch Mülleimer aufgestellt und deswegen, ja. Also prinzipiell finde ich es nicht schlecht in Mühlacker, die Sauberkeit. Also in manchen Bereichen müssen wir vielleicht noch arbeiten. Ja, wie zum Beispiel, also wenn man ein Straßenfest hat oder wenn man vielleicht irgendwelche Frühlingsfeste hat, da wäre es also nicht schlecht, wenn vielleicht die Ordnung ein bisschen besser wäre. Mühlacker ist eine saubere Stadt, aber man müsste mehr für die Tiere, so Müllbeutel, damit man das Kot aufheben kann und wegwerfen kann. Dass er auf jeden Fall nichts liegen lässt, also keine Papiere wegwirft und so, ne, sondern überall einen öffentlichen Mülleimer macht. Ja, einfach ein bisschen einen Arsch in der Hose haben und seinen Müll da hinschmeißen, wo er hingehört. Und wie er es daheim auch tut. Ganz einfach. Naja, ich habe jetzt nichts selber gegen Raucher. Ich bin selber Raucher, so ist es nicht. Aber man sollte halt schon selber darauf achten, dass man die Zigaretten nicht zum Beispiel auf den Boden schmeißt, sondern in die Mülleimer. Seinen Müll in den Müllcontainer schmeißen oder in den Mülleimer. Und nicht bloß einfach irgendwo ablegen oder stehen lassen. Das ist das Problem. Den Müll in den Mülleimer schmeißen und nicht einfach auf den Boden fallen lassen? Na, auf jeden Fall mal den eigenen Müll wegschmeißen. Und wenn man rumläuft und vielleicht auf dem Boden was liegt, vor einem kann man es auch mal aufheben. Bricht sich keiner was ab dabei. Ha, der einzelne Bürger, ja, der, wo es nicht versteht, der müsste bestraft werden. Und ich glaube, nur mit Strafen funktioniert es. Jeder soll vor der Haustür kehren und sauber halten. Also es fängt dort an. Ja, das finde ich auch nicht schlecht, aber das ist halt so ein bisschen gezwungen dann. Die Leute sollten eigentlich von sich aus ihren eigenen Müll eben nicht wegwerfen und dann wäre für alle gesorgt. Kann man auch tun, ja. Kann man ganz bestimmt auch tun. Schulklassen machen ist ja, finde ich auch okay. Aber grundsätzlich könnte man seinen Müll da ablegen, wo er hingehört und fertig. Ja, also eigentlich finde ich es sinnvoller, wenn man gleich alles wegmacht und nicht so an einem Tag. Ja, das finde ich schon für sinnvoll, aber es machen halt immer nur die, die wahrscheinlich sowieso alles sauber halten. Es ist schon schön, wenn Kinder das sehen. Zum Beispiel in den Schulen wird das auch durchgeführt, aber es ist ja nur einmalig und man sollte halt nichts wegwerfen und überlegt, einkaufen sogar wegen Müll. Finde ich gut. Gerade die Leute, die das dann machen, werden auf jeden Fall nichts mehr wegschmeißen. Und ja, finde ich auf jeden Fall eine gute Sache.